müssen wir die untere Reihe machen. Aber das mache ich am besten, wenn es hell ist. Ich setze mal jetzt die ganzen Planks. So. 1, 2, 1, 2. 1, 2. Dann hier. 1, 2. 2. Okay. Dann haben wir noch irgendwie Oakwood Planks, haben wir nicht. Dann baue ich mal auf der anderen Seite, oder? Nee, ich muss nur die untere Reihe machen. Hier ist irgendwo ein Zombie, ich habe ihn grummeln hören. Ich habe gerade gedacht, ne, oh, läuft ja ganz gut. Ich falle gar nicht runter und dann zack, bin ich im Wasser. So. Aber wie habe ich das hier nochmal gemacht? Ich glaube, ich habe die Zäune ersetzt, ne, durch Planks. Nein, oh Mann. Muss mich echt konzentrieren gerade. Ich habe keine Lust, wieder runterzufallen. Wenn ich zu vorsichtig bin, dann baue ich immer so. Ist doch. Nein. Wo ist denn dieser wo ist denn die Treppe? Ich brauche eine Fackel. Aua. Ich nehme mal die Fackel hier. So.
Ich darf nicht verschwenderisch sein. Wir haben nicht so viel Dark Oak Wood da hinten. Das schaffe ich nicht mehr so. So. So, wir haben es fast geschafft auf der Seite. Eine Treppe. Noch eine Treppe und haben wir es geschafft. Na komm, nur noch diese Treppe? Ja. Okay. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, drei. Okay, stimmt so. So, dann holen wir uns mal ein bisschen Planks und Treppen müssen wir auch noch bauen, craften. Das sieht schon nice aus. Also die Kirschblütenbäume haben echt einen tollen Effekt. Eigentlich habe ich ja die Brücke gebaut und die Schafe sind eigentlich rüber, aber ich muss noch warten, bis die Wolle produziert haben, um unser Haus zu bauen. Deshalb versuche ich ein bisschen. Aber ich glaube, solange wir da drüben sind, wächst, also ist dieser Schrank nicht geladen. Das ist das Problem. Deshalb. Ja, und ich mag es auch nicht, Sachen unfertig zu lassen. Deshalb. Noch diesen Dach, dann bauen wir hier weiter. Dark Oak Wood haben wir noch. Dark Oak Wood, Oak Wood, Spruce Wood. Wir haben kein Dark Oak Wood mehr. Dark Oak Wood. Okay. Night Infection. Ach, ich war mal wieder so schlau. So. Wie viel brauchen wir denn ungefähr? So, ich mache mal so ungefähr 30. 32. Back to gay. Und Treppen bräuchten wir auch.16 Treppen, 32, das müsste reichen. Ah ne, das ist Spruce Wood. Ey, was mache ich da? Ich verwechsel die beiden Holzsorten immer. Mal so 32. Den Rest packe ich wieder rein. Zack, zack. Ja, Spruce Wood und Planks. Spruce Wood.
So, Oakwood kann auch rein. Cobblestone. Ja, thementechnisch habe ich gerade nicht vorbereitet, nichts vorbereitet, weil ich habe irgendwie das Gefühl, wenn ich so zwanghaft irgendwie versuche über ein Thema zu reden, dann kann ich nur halt so für ein paar Minuten darüber reden, also nicht sehr lange. Deshalb, mache ich das eher spontan, was Themen so angeht. Jetzt aber muss ich mal schauen, und hier, ne? Nein, oh Mann. Aber ich habe noch ein paar Rätsel offen. Moment, ich mach mal kurz hier mein Handy. Google Chrome. Dann. Knobelaufgaben. Okay, das ist so eher ein bekanntes Rätsel, also meiner Meinung nach. Ich habe das mal gehört, aber ich habe so ein ähnliches Rätsel gehört, als ich noch klein war. Also. Wie bringt ein Fährmann eine Ziege, einen Wolf und einen Kohlkopf über den Fluss, wenn er aber nur eins von den drei auf die Fähre laden darf? Dabei muss er darauf achten, dass die Ziege nicht den Kohlkopf und der Wolf nicht die Ziege frisst. Also Kohlkopf, Ziege, Wolf, ne? Wolf frisst Ziege, Ziege frisst Kohlkopf und alle, und die stehen alle vor dem Fluss. Wie viel passen denn auf ein Boot? Okay, er darf nur eins von denen auf die Fähre laden. Also, ich würde erstmal vielleicht den Wolf rüberbringen, zurückfahren und dann den Kohlkopf rüberbringen. Achso, nee, geht gar nicht. Wenn ich den Wolf rüberbringe, dann ist ja nur noch auf der einen Seite eine Ziege und ein Kohlkopf. Also geht das nicht. Das heißt, ich muss die Ziege rüberbringen. Dann ist auf der einen Seite nur Wolf und Ziege, Wolf und Kohlkopf. Und der Wolf weiß nichts mit dem Kohlkopf anzufangen und umgekehrt auch. Und dann ist die Ziege auf der anderen Seite. Und dann bringe ich den Kohlkopf rüber. Und bringe die Ziege dann wieder zurück. Ne? Und bringe dann den Wolf rüber. Und dann die Ziege. Ungefähr in dieser Reihenfolge. So, ist das alles richtig? Sieht richtig aus. Ja, dann sind wir mit der einen Seite fertig. Dann kann ich dieses Gerüst hier abbauen. So.
Dann alles brav einsammeln. Okay, dann hoch. Ach, hier ist auch noch was. Okay, dann die andere Seite, aber vorher muss ich hier noch mit muss ich hier die Planks platzieren, dann ist es leichter zu bauen. Geht das so? Ah, ich hab sogar getroffen, okay. Gut. Dann. Na, wow. So. Kommt die nächste Höhe. Ja, ich nehme mal an. Ich nehme mal an, dass richtig ist. So, dann. Ah, ich kann es auch anders prüfen. 1, 2, 3, 4. Ah ja, okay. Ich kann es doch nicht so prüfen, aber sieht richtig aus. So, dann da oben.